Ein Viertel aller Treibhausgase in Baden-Württemberg pusten wir durch unsere Heizungen in die Luft. Ganz schön viel und ganz schön klimaschädlich. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die alten zentralen Öl- und Gasheizungen nach und nach durch moderne Technik ersetzen oder ergänzen. Am besten durch Heizungen, die ganz ohne Öl und Gas auskommen, wie Pelletheizungen. Aber auch eine Kombination fossiler Energieträger, zum Beispiel mit Solarthermie oder Wärmepumpen, würde dem Klima schon sehr helfen. Ein Systemwechsel ist nicht billig, das stimmt. Und nicht jeder hat das Geld für einen Umstieg weg von den fossilen Brennstoffen. Trotzdem können alle etwas tun. Die mit dem kleineren, genauso wie die mit dem großen Geldbeutel. Damit auch wirklich alle dabei sind, haben wir aus dem Klimaschutz beim Heizungsaustausch eine Pflicht gemacht. Seit 2008 gibt es dazu in Baden-Württemberg das sogenannte Erneuerbare Wärmegesetz, das E-Wärme-G. Es verpflichtet Eigentümer von älteren Gebäuden, beim Austausch ihrer Heizung einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energie zu nutzen. Das E-Wärme-G haben wir jetzt modernisiert. Jetzt fordert es nicht nur 15% erneuerbare Energie, es bietet auch sehr viele Möglichkeiten, wie die 15% erreicht werden können. In Wohngebäuden, genauso wie in Büros, Hotels und Restaurants oder auch in Krankenhäusern und Schulen. Wem der Umstieg auf Holzpellets, Solarthermie oder eine Wärmepumpe zu teuer ist, der kann zum Beispiel seinen neuen Heizkessel anteilig mit Bioöl oder Biogas betreiben und die Kellerdecke dämmen. Die Dämmung von Dach oder Fassade ist ebenfalls eine Option. Und auch die Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung ist im neuen E-Wärme-G anrechenbar. Genauso wie Kraft-Wärme-Kopplung oder der Anschluss an ein Wärmenetz. Ganz besonders und wirklich günstig ist der Sanierungsfahrplan. Sie holen sich einen Energieberater ins Haus. Der checkt Ihre Immobilie durch und sagt Ihnen, was man verbessern kann. Das ist der Fahrplan zur Energieeffizienz. Abarbeiten können Sie ihn später, freiwillig und Stück für Stück, ohne Zeitdruck. Wichtig ist uns, dass Sie sich mit erneuerbaren Energien und Energieeffizienz beschäftigen und dass Sie tun, was Sie können. Für unser Klima. Welche Möglichkeiten Sie da genau haben, steht im E-Wärme-G.